sind heute per Skype verbunden mit einem großartigen Künstler, der zu Hause in Graz sitzt, Leo Avara. Schönen guten Morgen, Leo. Schönen guten Morgen. Du, in Graz zu Hause, gell? Genau, in Graz. Ja, sehr gut. Happy Birthday noch nachträglich. Wie war der Geburtstag vor einigen Tagen? Wie hast du gefeiert? Ja, ich habe allein gefeiert, aber ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass es mich trotzdem gefreut hat. Sehr schön. Wir wollen gleich über dein Lied sprechen. Superhelden heißt es. Um welche Superhelden geht's da? Naja, ich habe vorher schon gesagt, die Superhelden, die wahren Superhelden da draußen sind die Händler, die Polizisten, die Feuerwehrleute und vielleicht jetzt nicht einmal die Fußballer Ronaldo etc., die jetzt da wirklich die Gesellschaft aufrechthalten. Und von mir ein großes Dankeschön an die Superhelden da draußen, die alleinerziehenden Mütter, die auf Homeoffice sind, mit zum Beispiel mit Kind. Da ich selbst ein Kind zu Hause habe, weiß ich, wie schwierig das ist, derzeit zu arbeiten, und ein großes Lob. Das heißt, du kannst es nachvollziehen. Die Superhelden, das sind sie, die du genannt hast. Wir hören gleich mal rein. Mir ist es gestern genau so gegangen, da muss man gleich mitwippen. Vielleicht geht's ihnen jetzt ähnlich. Schneller als der Schatten, so wie Lucky Luke. Befreie mich von den Sorgen, ich hab davon genug. Ich steige jetzt in den Flieger zu meiner großen Show. Ich kann nirgends landen. Oh, oh, oh. Lass es jetzt sein. Alles Trug und Schein, ich bleib lieber allein. Es wird euch nicht gefallen, ich lass die Korken knallen und die Ängste fallen. Lässiges Video und lässige Musik, die Superhelden von Leo Avara. Leo, was sehe ich da hinten? Was ist das? Eine Gitarre. Schau, vielleicht hören wir da heute noch was. Aber bleib noch kurz bei uns sitzen. Leo, die Superhelden, seit wann ist das Lied eigentlich draußen? Ist das jetzt geschrieben für die aktuelle Situation? Genau, also die Situation hat mich inspiriert, weil man ja dann doch zum Nachdenken kommt. Und dann habe ich einfach gesehen, habe mir einfach überlegt, wie ich ein Kind war damals, wie ich eben meine Superhelden gehabt habe. Was waren das für Superhelden? Eben Superman, Knight Rider, dann eben Thomas Muster, dann sind die Fußballer gekommen, Hans Krankl, Andy Herzog. Ja. Ja. Du bist, glaube ich, ein Fußballfan auch, gell? Ich bin ein sehr großer Fußballfan. Umso schlimmer ist es jetzt, dass die EM ausfällt, die Bundesliga ausfällt. Das ist für mich eine kleine Katastrophe und für viele auch. Und ich mache ja normalerweise jeden Tag Sport und das ist schon sehr zart für mich. Okay, das heißt, jetzt überhaupt kein Sport oder wie schaut da der Alltag aus? Ja, es gibt wirklich gar keinen Sport, weil Laufen, das hasse ich. Ich versuche mir jetzt ab und zu überwinden. Aber ich hoffe nicht, dass ich 40 Kilo mehr habe nach der Krise. Du, aber wie glaubst du, jetzt kannst du natürlich nur für dich sprechen, aber so die heimische Künstlerszene, Musiker, Musikerinnen, es ist auch für euch nicht einfach derzeit, oder? Na, es ist leider wirklich eine Katastrophe. Alle Konzerte abgesagt und ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch ein Konzert geben wird. Vor allem ich spiele immer im Ausland und ja, man muss sich mit der Lage abfinden, aber jede Krise hat auch Chancen und die Chancen gilt es jetzt zu erkennen. Also ich sehe zum Beispiel die Musiker, die machen viele Livestreams, wir kommunizieren untereinander, es entstehen irgendwie Communities und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Ich lese da gerade, was mir die Kollegin geschrieben hat. Der Leo hat eine Idee, er möchte den Leuten da draußen eine Freude machen. Du verschenkst was, habe ich gehört. Ich habe mir überlegt, wie kann ich eine Freude machen den Leuten da draußen. Und ich habe jetzt Zeit, mehr Zeit. Ich tue jetzt auch Fanpost beantworten. Und ich schenke 50 Leuten da draußen ein Album. Einfach mir schreiben, welches ihr wollt. Sieben Alben habe ich. Wie kann man dich erreichen? Auf Facebook, Leo Avara. Oder Instagram, Leo Avara, oder auf meiner Homepage einfach einen netten Brief schreiben. Du bist zu Hause und hast jetzt Zeit, die Fanpost zu beantworten. Du, ganz kurz, Leo, wie schaut schon die Planung aus? Ab wann kannst du wieder an Konzerte denken, glaubst du? Weil ihr müsst ja auch planen. Na, wie gesagt, dieses Jahr gibt es keine Konzerte. Also das ganze Jahr nicht, glaubst du? Na, das glaube ich nicht. Und bei mir ist es so, ich bin auch Videoproduzent, Musikproduzent. Ich glaube, das kann ich vielleicht im Juni, Juli anfangen, das Ganze. Aber ja. Weißt du was? Ja.
Wenn du sagst, es gibt das ganze Jahr keine Konzerte mehr, dann vielleicht schaffen wir heute ein Mini-Leo-Aberer-Konzert. Machen wir doch eine kleine Veranstaltung, machen wir doch ein kleines Konzert. Diese Idee ist gerade entstanden im Skype-Gespräch mit Leo Aberer, der in Graz zu Hause ist, seine Gitarre hinter sich stehen hatte und jetzt glaubt, im nächsten Jahr überhaupt keine Konzerte mehr spielen zu dürfen. Deswegen, lieber Leo, die Bühne von Guten Morgen Österreich gehört dir. Was hören wir für einen Song? Wann geht er, wann steht er? Wann geht er, wann steht er? Hier ist Leo Aberer, bitteschön. Sag mal Deutsche und Cabana, Sandes Indianer, Islagro Berlin, unser Damen am Partien, der Ketter unser Retter, Bushido unser King, sogar meine Oma sagt, die Horn kann swingen. Die Beats werden immer fetter, die Ladies sind immer gaga, außerdem sind's mir ein wenig zu mager, egal wie lange ich bagger und mich verdreh, ich höre an meinen Schlager und das ist es, auf was ich stehe. Von Keda, von Steda, wuh! Ein Teppel tun wir ja alle reden, das tut da jeder, wow! Sag, geht was? Sag, steht was? Komm, dreh die Herd, dreh die umdreh und trink und beweg was. In St. Peter, da geht er. Weil du kennst mich noch a jeder. Wow, von jeder. Mega. Von Städter, am Masken, das tragt ab jetzt a jeder. Wow. Sag mal, adaptiert in Corona-Zeiten. Leo, vielen, vielen Dank. Was machst du heute noch? Ich werde heute die Sonne genießen und versuchen, einen Song zu schreiben. Sehr gut. Lass uns wissen, wenn wieder was Neues rauskommt. Alles Liebe und schöne Grüße nach Graz. Danke. Bleibt ciao. Gesund. Baba. Tschüss. Leo Aberer bei Guten Morgen Österreich. Ja, das sind sie, die schönen Momente, die wir, glaube ich, alle brauchen.